Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ich schaue mal ganz kurz in die Questlog rein. Lugluk, beziehungsweise Doso, ne? Mal alles aufmachen, da ist ja wieder alles zugegangen, hier ist. Also, Corinne, da haben wir ihn schon. Hat seine Waffe verloren und die wollen wir ihm wieder bringen. Wo ist er denn, unser Freundele? Er ist in Goliath. Ja passt, dann bohren wir uns doch gleich dorthin. Also, Goliath. So, er hat das Leben dorthin geschafft, das ist sehr gut. Das freut uns. Mal schauen, was er jetzt für uns hat, da wir ihm seine Waffe wiederbringen. So. Dab, 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 dab. Lauf, 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 auf, lauf. La, da, 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 da. Ein Werker, dachte ich schon, das ist er. Na, no, das ist er noch nicht. Lauf, lauf, lauf. Wahrscheinlich ist er durstig und sitzt einmal in der Taverne. Ah, na, schaut nicht so aus. Ich bin in falsche Richtung gelaufen. Glaube ich. Man kann ja auch von hier unten, glaube ich, rauf, oder? Nicht? Nein? Doch? Oh? Nein. Eine Bank ist im Haus drin. Ja, Herrschaftszeiten, wo ist er? Da? Hallo? Muss mal alles laden. Corinne? Hallo? Nein, nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtig gute Idee. Oh, es muss alles erst laden. Dauert ein kleines bisschen. Aber ich glaube, hier haben wir ihn. Hi, Corinne. Kopfloser Corinne, hier ist deine Waffe. Hier, deine Waffe. Endlich. Yeah. Jetzt kann ich mich endlich wieder verteidigen. In Zukunft werde ich sicher besser auf sie aufpassen. Und meine Belohnung? Hier. Mehr kann ich leider nicht locker machen. Die Zeiten sind hart. Sieh diesen Splitter als Symbol für meine Dankbarkeit an. Okay, ich weiß, wie du es gemeint hast, lieber Robert. Wir hätten Corinnes Waffe, glaube ich, behalten sollen, ne? Dann hätten wir unser Schwert gehabt. Ich glaube, wir müssen Corinne eine watschen. Eine links und eine rechts. Der will mich ja verarschen, der Kerl. Spinnt er? Ah ja. Ich sehe schon, worauf du hinaus... Hatte ich dir nicht einen Auftrag erteilt? Ja, es lief nicht ganz wie geplant. Jemand anderes hat die Maschinenteile dringender benötigt. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich benötige sie. Corinne ebenfalls und essen wird er sie nicht. Nun gut. Dennoch bin ich unzufrieden. Er hatte seine Chance. Und es war dein Auftrag. Aber sei es, wie es will. Ich habe zu tun. Ornir handelt mit geklautem Schrott. Ah, na, lieber nicht. Noch nicht. Triff mich in ein paar Stunden. Endlich jemand mit Vernunft. Bis nachher. Ich muss gleich bald mal weinen. Das war so jetzt nicht geplant. Ich glaube, wir hätten Corins Schwert benutzen sollen. Ich glaube, so war es gemeint. Aber ich bin ja zu ehrlich, zu anständig. Und was bringt mir das richtig? Nix. Gut. Ist ja wurscht. Ehrliche Haut. Wir haben Erfahrungspunkte bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch brauchen für die nächste Stufe. Haben wir sie schon bekommen? Dauert es noch ein bisschen? 12 Punkte hätten wir. Ich müsste mal Stärke und Konstitution trainieren, damit wir mal eine bessere Waffe schwingen können. Ja, die Fliege denkt auch, ja, sum sum, das wäre nicht schlecht. Wir könnten uns ja, wenn wir schon hier sind, einmal zum Schmiedelein borten, schauen, was er denn günstiges für uns hätte. Und vielleicht habe ich ja ein Trottelglück. Ein Trottelglück und wir kriegen eine brauchbarere Waffe. So, schauen wir mal da. Bauen wir uns mal zum Rüstungsschmied hin. Ich weiß, es ist nicht der Waffenschmied, aber der ist hier gleich da unten. Da, 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 da. Hüp. Oh, schön abfangen. Okay, die Musik braucht wieder ein bisschen, also der Ton, da wieder laden tut. Und du legst deine Kiste einfach so mitten ab. So, gehört sich das? Schaut aus. So. Ein Krügerdepp. Waffenhändler, bitte zeig mir, was du hast. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Verstanden. Ein Breitschwert, das wäre sehr nett. Können wir ewig nicht führen. Geschicklichkeit hätten wir sogar schon fast, aber die Stärke fehlt uns halt noch volle Hüten.
ein Beil. Na, da wird mir das Breitschwert schon besser gefallen. Der Schaden, den wir zum einen kriegen. Wer ist jetzt? Woing. Ja, wenn, dann schon das Breitschwert, oder? Was ist denn, was tragen wir eigentlich gerade? Ein rostiges Dingensbummens, ne? So ein Schild wäre halt auch kamott. Kriegerschwert. Aha, da wird man nur mehr Stärke brauchen. Boah, ist das teuer. Hui, Karamba. Wäre aber auch zum Überlegen. Warte, was haben wir denn eigentlich? Ein Kriegerschwert. Oh je, das ist stark. Die ist sehr stark. Schaden 22. Der wäre halt mega super. Ha, ho, hui, ja, schrau. Ja, das ist ein Topfen. Schlecht wäre das Schwert nicht. Wir haben das Geld zwar eh nicht. Aber trotzdem wäre es halt schlecht. Ich würde sagen, wir schauen, was wir denn eigentlich verkaufen könnten. Haben wir irgendwas Brauchbares? Drüsensüppchen hätten wir sogar. Energieriegel. Gut erhaltene Konservendose. Mhm. Gebratenes Fleisch hätten wir auch einen Haufen. Heilpflänzchen, ich würde es gerne für Alchemie noch behalten. Ich weiß gar nicht, so viel zum Verkaufen, was Brauchbares hätten wir nicht wirklich, oder? Krempel. Ich gebe das mal ein bisschen her. So. Geldbündel. Sammler. Ich weiß nicht, ob es wieder sowas gibt wie bei Gothic. Ob es da wirklich einen gibt, der das für einen guten, sehr, sehr guten Preis weiterverkauft, also hergibt. Wenn du denkst, Klopapier ist mehr wert als eine Zigaretten, ne? Ja. Große Ultrasoft, darauf will man nicht mehr verzichten. Jo, ich würde sagen, ich lasse das jetzt mal, bevor ich noch mehr Zeit verdrödel. Handel abschließen, ja, bitteschön. Ich muss lernen. Stärke wäre gut. Ich glaube, das lerne ich sowieso gleich. Verdammte Technik. Ah, jetzt hör auf. Stärke, gibt es eigentlich sonst was? Stärke gibt deine psychische Kraft wieder. Sie erhöht deinen Nahkampfschaden und ermöglicht dir, bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu erlernen. Ist ja wurscht, ne? Nehmen wir mal 10. Bis wir 20 haben. Jo, ich würde sagen, das passt. Nehmen wir das? Jo. Jetzt haben wir da schon mal ein bisschen was. Wenn wir da ein paar Level-Ups noch schaffen. Ein paar viele Level-Ups. Ich hätte mir das da unten echt ein bisschen sparen sollen, ne? Ach, ist ja egal. Was wir haben, haben wir. Apropos Lehrmeister. Hallo, Hakon. Kannst du uns noch was beibringen? Bring mir etwas bei. Ja. Ja, Herr Varian. Ja. 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 Konstitution, dass wir da einen Haufen brauchen. Intelligenz, so viel habe ich nicht. Ja, ist eh nichts Neues, ich weiß. Na, der Wahl kann uns nichts beibringen. Wir müssten da erst einmal Sachen lernen. Macht ja nichts. Jo, ich würde sagen, nächste Quest. Ich würde sagen, nächste Quest. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Jo, du hast... Achso, das ist der Varian, der mag auch keine Maschinen. So, auf der Lauer, auf der Mauer sitzen die Raptoren. Die sind so viel stark, das ist nichts, daraus ist nichts geworden. Schön. So, Köpfe müssen rollen. Warte, ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Was würde sich denn anbieten? Eigentlich eh die Raptoren, aber die sind zu stark. Ich hoffe aber, dass unser guter Turas da was machen kann. Folgen scheint er noch nicht daran zu halten. Ranga sagte, dass sobald er in der Nähe ist, jeder bla bla und braucht bla bla. Wir könnten aber auch mal mit dem alten Herrn sprechen, oder?
ja, war da nicht noch irgendwas mit einem Mörder? Habe ich das schon gemacht gehabt? Gefährten, Zahn um Zahn. Da ist es, passt schon. Licht ins Dunkel. Duras will, dass ich nachsehe, was Parin in seinem Lieblingsort versteckt haben könnte. Genau, das machen wir. Moa, haben wir schon was gefunden. So, wo ist denn der Kerl in der Nähe? Da, versteckte Schatulle. Dann nehmen wir mal den großen Aufzug. Ja, das können wir gleich machen, das ist sehr gut. Die Quest bietet sich super an. Ja, nachdem wir Duras an unserer Seite haben, könnten wir uns auch eventuell trauen. Ist die oben oder unten? Schaut aus, als wenn sie da irgendwo wäre. Ah, da ist sie ja. Was wollte ich sagen? Mit Duras können wir halt alles erkunden und alles anschauen. Er ist eh so stark. Vielleicht kommen wir dann da unten im Verboten, sag ich schon, im Dingstal da halt weiter, ne? Dingstal. Ich habe Parins Versteck gefunden. Jo, machen wir da. Ich habe Parins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Parin zu gehören. Endlich. Her damit. Er vergöttert uns. War cool. Wir haben einen Fan. Er ist unser Fanboy. Wie cool. Jo, was machst du jetzt damit? Ein einfaches Danke hätte gereicht. Na, was machst du damit? Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Ab hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha, und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Fassen wir mal zusammen. Wie steht es um deine Kampfkraft? Na, na. Ja, ich hab's befürchtet, dass er der Mörder ist. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Askor war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Askor ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Parin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Tja, normal müssen wir dich jetzt übergeben. Gar nichts. Deine Tat ist nachvollziehbar. Ich werde dafür sorgen, dass du deine gerechte Strafe erhältst, du Schwein. Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Boah. Normal gehört er echt sofort, sei dir ganz ehrlich. Wir können uns einen neuen Begleiter suchen. Er ist ein Schwein, echt. Ich werde dafür sorgen, dass du deine gerechte Strafe erhältst, du Schwein. Das kannst du ja gerne versichern. Niemand wird dir glauben. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Oh, er steht neutral zu mir. Ich glaube, wir haben jetzt nun den Ruf komplett verhaut. Was ist in der Schatulle? Was ist in der Schatulle? Ich sagte doch schon, das geht dich nichts mehr an. Du bist raus aus dem Fall. Du weißt jetzt, wer der Mörder ist. Begnüge dich damit. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir.
Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was wirst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich glaube, da kommt niemand mit. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Gut. Na, obwohl er geht noch mit uns. Immerhin etwas. Ich glaube, ich habe es komplett versaut mit ihm. Aber er ist ein Schwein. Hallo? Wie kann man sowas machen? Trottel. Tja, so schnell kann es gehen, ne? Von Vergöttern runter wieder auf... du bist seltsam. Ja, was soll man machen? Lügen? Nicht lügen? Ich weiß es nicht. Unnötig Blut vergessen bin ich nie Fan davon gewesen. Und wir bringen den guten Asko leider nicht mehr zurück. Ich werde mal speichern. Bitte ja. Das ist echt schwierig. Hallo. Was meine Unterstützung angeht, na, du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an deinen Männern aufzuklären. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen Ländern? Wir machen mal die Mitte, ne? Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Ich kann dir über den Mord von Asko erzählen. Ich kann dir über den Mörder von Asko erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Duras selbst ist der Mörder. Die Spur ist kalt. Der Mörder ist schon über alle Berge. Der Drückeberger Parin war es. Ich meine, wenn wir jetzt wirklich die Wahrheit sagen, ist klar, wie du das entweder verbannt oder umgebracht. Ist klar, ne? So ist er ja eigentlich nicht verkehrt, der Trottel, ne? Aber ich bin einfach ein zu sanftes Gemüt. Ich bin zu wenig hart. Ich kann ihn nicht... Aus mir wird niemals ein Anwalt oder ein Richter werden. Echt, für das bin ich viel zu schlecht. Die Spur ist kalt. Der Mörder ist schon über alle Berge. Welchen Beweis hast du dafür? Ich habe mit all deinen Verdächtigen gesprochen. Es kann keiner von ihnen gewesen sein. Ach, verdammt. Ich habe schon so etwas geahnt. Und weiter? Asgore stand sehr in deiner Gunst. Jemand wollte dir offenbar schaden. An dich heranzukommen ist nicht so leicht. Da haben sie sich an deinem Schützling vergriffen. Möglicherweise war es einer der Verbannten. Vor 3 Monaten gab es viele Unruhen in der Stadt. Es war eine wahre Flut an Verbannungen, die ich aussprechen musste. Am Ende ist es meine Unachtsamkeit, die zu Askors Tod führte. Ich verdammter Narr. Ich hätte es wissen müssen. Nun, ich werde die Sache ruhen lassen. Aber wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. In einer stillen Stunde werde ich Duras fragen müssen, warum er den Fall nicht aufgeklärt bekommen hat. Jo. Ich bin ein so sanftes Gemüt, was meine Unterstützung angeht. Fragen wir da mal nach. Was meine Unterstützung angeht. Wem mache ich mich? Jemand will dir dein Schwert stehlen. Boah, soll man das echt... Ich mache mir da keine Freunde, glaube ich. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich?
Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Du bist auf Angrims Test reingefallen. Das ist weniger gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Ja, 2 oder 3 Fails haben wir schon. Sehr gut. Ja, das ist halt, weil ich zu nett bin. Das mit dem Schwert stehlen. Ich habe eh schon alles verhaut. Also, Was meine Unterstützung angeht. Jemand will dir dein Schwert stehlen. Unmöglich. Wer auch immer die Hand an meine Waffen legt, dessen Kopf rollt. Und falls du vom Schwert unseres Ahnenvaters Erik Eisenfaust redest, das ist sicher verwahrt. Bist du dir sicher? Natürlich. Ich habe mich selbst darum gekümmert. Nicht einmal die Outlaws wären so dumm, es zu versuchen. Na dann. Sehr gut. Kontakt zu anderen Ländern. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen Ländern? Wir wollen so wenig Kontakt wie möglich. Dennoch lässt es sich nicht immer vermeiden. Zumal wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, unsere Weltenherzen auf Magalan zu verbreiten. Da versteht es sich von selbst, dass sich die Wege aller Gemeinschaften kreuzen. Na dann. Bisher seid ihr damit nicht sehr erfolgreich. Was versprecht ihr euch davon? Das untere vielleicht. Was versprecht ihr euch davon? Die Menschheit vor dem Abgrund zu bewahren. Nur mit Hilfe der Weltenherzen kann diese Welt wieder geheilt werden. Sie hauchen der toten Erde wieder Leben ein. Aber anstatt, dass die anderen Gemeinschaften uns gewähren lassen, machen sie uns das Leben schwer. Wie kommst du darauf? Ich habe schon seit Wochen nichts Gutes von unseren Männern in Abessa oder Tavar gehört. Dabei habe ich ihnen extra eine schlagkräftige Eskorte zur Seite gestellt. Scheinbar war das nicht genug. Vielleicht willst du dich ja dieser Aufgabe annehmen. Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Ja, mal das untere. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Wie gesagt, eines ist in der Wüste von Tavar und eines im Hochland von Abessa. Halt in der Wüste nach einer Oase Ausschau. Um das Weltenherz in Abessa zu finden, halt dich einfach südlich der Kuppelstadt. Okay. Na dann? Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Rüste dich aber vorher gut aus. Eine innere Stimme sagt mir, dass es Ärger geben wird. Gerade die Outlaws sind unberechenbar. Mach dich also auf einiges gefasst. Jawohl. Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Ich bin bei Torgal im Norden gewesen. Ah ja. Ich bin bei Torgal im Norden gewesen. Hat er die Situation im Griff? Ist das Weltenherz noch intakt? Der Posten könnte ein paar mehr Männer zur Bewachung vertragen. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Dann nehme ich an, es gab Verluste. Bedauerlich, aber nichts Ungewöhnliches dieser Tage. In jedem Fall danke ich dir, dass du mir Bericht erstattet hast. Nimm dies als Entschädigung. Danke, sehr nett. Gut, und wir hören jetzt einmal auf für heute. So, ihr Lieben, und das war's wieder für heute. Ich hoffe, ich habe mich halbwegs richtig entschieden. Ja. Ich werde noch viele Fehler machen, das ist ganz klar. Ich kenne das Spiel noch nicht, aber es soll ja auch den Reiz haben, dass man es mehrmals durchspielt, was ich sicher auch machen werde. Vielleicht nicht als Let's Play, aber im privaten Bereich vielleicht. Das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Ist ja immerhin auch spielenswert. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!